Hallo und herzlich willkommen zum neuen Part zum Let's Play Alan Wake. Wir sind gerade auf der Flucht von der FBI, von der Polizei. Und man hat auf mich geschossen sogar. Und ja, mal schauen, wie weit wir jetzt kommen werden. Ah Gott. Durchsucht das Gebiet! Ah, ich muss mich auf jeden Fall von ihren Taschenlampen verstecken. Bleibt Wasser! Aber es fängt schon wieder an, so mystisch zu werden, so schwammig. Hier drüben! Alter! Man sieht einfach gar nichts und... sieht einfach nichts. Gott, klingt groß. Das Grauen war einfach überall. Es kreiste mich ein. Die Cops hatten keine Chance. Sie waren hinter einem Schriftsteller her, keinem Monster. Wake steckt dahinter. Wollen Sie mir weismachen, dass dieser Schreiberling meine Deputies umgelegt hat? Ist das ein Scherz? Haben Sie sich ihn mal angesehen? Trägt ein Tweet-Jacket. Ende. Er ist der Kerl, den wir suchen. Wenn er es nicht war, wer dann? Bigfoot? Natürlich. Das weiß ich noch nicht. Aber ich tendiere nicht zu voreiligen Schlüssen. Das geht nämlich meistens nach hinten los. Kapiert? Ende. Ja, auf mich schießen und auf den anderen schießen, auf den Zivilisten. Ich meine, sagt doch, was ihr wollt. Naja, ich vermute mal, die alte Dame oder so hat vielleicht die Polizei angerufen und einen Hinweis gegeben, was nicht der Tatsachen entspricht. Und ich meine, der hat ja vor... sie, also... die Polizisten hier im County hat ja gesagt, dass, sie, dass das FBI ja mit mir reden möchte und auf einmal fehlt mir ein Tag. Ein Tag und ja, auf einmal wollen die mich töten fast. Ich möchte wegfliegen. Oh, okay. Oh Gott, die haben das wirklich attackiert? Ich check das nicht so ganz. Ich frag mich, wo die Story wirklich lang geht. Auf einmal helfen die? So gehört wahrscheinlich die alte Dame wirklich mit der, mit denen da zusammen, mit den ganzen Schattenviecher. Okay, gibt's denn hier irgendetwas? Okay, hier kann man durch. Bevor wir das tun, erstmal gucken, ob wir hier irgendwas finden. Benutzen. So. Kann ich sonst noch irgendwas gucken? Ja, hier ist die Straße. Na gut. Mal schauen. Kann ich noch zoomen? Nein, das war's. Was ist das denn? Ein Scheinwerfer, okay. Wollen wir Batman rufen oder was? Genommen. Sie haben keinerlei Widerstand geleistet. Hey, Malika, pass mal auf. Komm schon! Hinsetzen, geben Sie mir das! James, Mulligan hier, Ende! Sprechen Sie, Mulligan, Ende. Ich konnte die Lichter des Radiosenders in der Ferne sehen. Probieren wollten. Und wo wir gerade davon sprechen, dieser FBI-Agent verströmt eine deutliche Note ohne Scotch, wenn Sie verstehen, was ich meine, Ende. Gut zu wissen, Deputy Mulligan. Ende.
Na, wie auch immer. Rose benimmt sich total merkwürdig. Schicken Sie lieber den Doktor her. Ich find's lustig, jemand hört die ganzen Funks ab. Wo er nichts zu tun hat. Na gut. Also der Sendemast könnte zum lokalen Radiosender gehören. Main schien anständig zu sein. Vielleicht könnte er mir den Weg zum Bergwerk sagen. Wie gesagt, das ist ja unser Ziel. Und dann kam ja der Chaos in diesen komischen Hotel, ja, diese... den ganzen Gebäuden. Ha. Unnatürliche Schatten klebten am Tor. Das Dunkel, das hinter mir her war, wollte mich aufhalten. Ohne Licht würde ich nicht durchkommen. Na gut. Was kann man denn sonst machen? Gibt's hier... Wobei, wir haben ja... Ja, genau. Wir hatten das doch eben entdeckt. Der Suchscheinwerfer hatte keinen Saft. Ja, hier ist ein Kabel... Generator. Einschalten. Scheinbar verläuft sehr gut. Was ist passiert? Ach Gott, das ist aus. Ist es kaputt jetzt? Wobei. Der Generator tut's nicht. Also wieder einschalten, vermute ich mal. Nein, okay. Was kann ich denn jetzt damit machen? Liegt hier irgendwo was? Vielleicht eine Sicherung oder ich weiß es ja nicht, also... By the way, ein Skript? Nein? Wobei, mir fällt gerade was auf, dieser Tank ist irgendwie so... Halt nicht mal an seinen Platz. Aber ich kann nichts mehr machen damit. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Ah, okay, das habe ich eben übersehen. Okay, mit dem Idioten-Sandwich. Ich habe mich gewundert, auf einmal passiert alles gleichzeitig so, dann dachte ich so, dass das Kreis noch nicht ganz zu war. Bis wirklich im letzten Augenblick ausgegangen ist. Naja, gut. Richtig am Raven hier. Aber eine Taschenlampe. Es ist eine kleine, aber sollte reichen. Okay. Ich brauchte einen Moment, um die Welt danach zu erkennen. Sie kamen mir sehr gelegen. Eins, kommen. Ende. Team 1, hier ist Sheriff Breaker. Erbitte Bericht. Ende. Team 2, kommen. Ich starte, Erbitte ja. Bericht. Ende. Los, Leute, redet mit mir. Bitte kommen. Ende. Wirklich alle sind irgendwie jetzt tot oder so? Okay. Liegt hier irgendwo noch was? Auf den ersten Blick nicht, nee. Jetzt müssen auch, glaube ich, die ersten Feinde wieder auftauchen. Ja, dachte ich mir schon fast. Ich meine, wir haben Taschenlampe. Oh, okay. Mal gucken, wie so eine Blendgranate arbeitet.
Okay. Das sind so genauso effektiv wie diese Signalfackeln oder Leuchtpistolen. Ah, mir fällt gerade ein. Pistole und so. Ich arbeite dorthin, den wirklich zu besiegen und dann verdammt. Hat er es überlebt? Ja, verdammt. Schade, dass sie sich komplett auflösen. Ihre Waffen würde ich gerne annehmen. Aber ich denke, ich werde jetzt vielleicht ein bisschen pushen. Weil ich weiß nicht, wie viele noch kommen und es wird mir langsam knapp mit zwei Lampe und ich bin fast tot. Ah Gott, das Ausweichen hat nicht mehr ausgereicht. Okay. Trotzdem werde ich jetzt vielleicht sofort pushen. Sie haben das Recht zu schweigen. Oh Gott, was war das für eine Kameraführung? Komm, direkt auf drei auf einmal. Aber dabei selbst fast drauf gehen. Holy shit. Also pushen ist wirklich verdammt schwer so. Wenn man das nicht richtig macht. Weil das fehlt wirklich nicht viel und dann stirbt man sehr schnell. Ja. Da. Das ist Batterien. Und hier ist ein weiterer Anrufer. Sie sind auf KBFFM mit Pat Main. Hier ist Milt Peabody, Pat. Was beschäftigt Sie, Milt? Also, ich wohne bei der Wohnwagensiedlung, Pat, und hier ist echt der Teufel los. Ich wohne da auch ganz in der Nähe. Wissen Sie genauer, was da los ist? Wir. Ja. Ich weiß nicht, aber hier sind überall Polizeiwagen, Sirenen, ein Hubschrauber kreist über uns und ich glaube... Die sind alle hinter mir her. Nein, ich will das Manuskript haben. Sie sind verhaftet. Ah, ein Achievement. Werde ich übrigens in der Beschreibung immer mit verlinken. Das, was auch bei Steam steht. Berührt vom Dunkel war Rose verloren in einem Traumland, das gemalt schien mit schwarzer und grauer Kreide. Die alte Frau hatte ihr die Erfüllung all ihrer Wünsche versprochen. Sie würde Alan Wakes Muse sein. Sie lächelte so sehr, dass ihr Gesicht wehtat. Sie zerdrückte eine Packung Schlaftabletten und rührte sie in einen Kaffee. Tief innen drin schrie sie panisch auf. Was bisher geschah? Na ja, okay. Was kann man denn sonst machen? Kann man doch hoch? Na, vermutlich nicht. Kommen die langsam? Ich habe 7 Blendgranaten. Ich bin doch da. Ja, das war kein Funkspruch. Gut, wenn keiner sich meldet. Und jetzt erscheint er. Okay. Zum Teufel wieder. Ah, dieser scheiß Baumstumpf hat mich jetzt ein bisschen blockiert beim Ausweichen. Sofort? Oder habe ich zwei geworfen?
Ich habe mich gerade gewundert, es ist ja sofort explodiert. Naja, okay. Durch den Wald haben wir es halb geschafft. Moment, achso, ne, ich dachte, das wäre so, wo wir schon mal waren, im dritten Part, glaube ich, war das, wo wir durch den Wald mussten, durch den Holzfällerlager und ich alles. Ich hoffte, Maine würde mir ein Auto leihen. Hallo Lorna, was möchten Sie uns mitteilen? Okay, mal gucken. Vielen Dank für diese mitfühlende Stellungnahme, Lorna. Hallo. Oh, das ist aber eine Überraschung. Der berühmte Schriftsteller Alan Wake ist gerade reingekommen. Mal sehen, ob er mir ein Interview gibt. Kommen Sie, Mr. Wake. Ja. Ah, ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen, Mr. Wake. Klar, die Polizei kommt. Sie sitzen in der Falle, Dan Brown! Gehen Sie weg von Maine! Lassen Sie ihn! Hey, 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 immer mit der Ruhe! Stecken Sie die Waffe weg, wir sind doch alle Freunde, oder? Kommen Sie runter, Nightingale, wir haben ihn! Oh, oh, was zum was Teufel? Was ist denn los mit Ihnen? Da drinnen ist ein Zivilist! Ja, klar, dass ich keinen Bock habe. Ich war schon so viele Klippen heruntergefallen. Kommt davon, wenn man sein Buch The Sudden Stop nennt. Es war ganz gut, dass ich Maine nicht erzählen konnte, wo ich hin wollte. Ich musste die Cops loswerden und das Bergwerk selbst finden. Oh Gott. Übrigens, H.P. Lovecraft war auch eine Schriftsteller, Schriftstellerin. Was jetzt geschrieben worden ist, weiß ich leider nicht, aber na gut. Wie es dann weitergeht, werden wir in den nächsten Part sehen. Also, bis dann. Tschüss.